Hey, wir sind's wieder, Jens und meine Wenigkeit, und wir reden mit euch heute wieder über ein Stückchen Internet, und zwar genau gesagt über Crowdfunding-Plattformen. Und das, was wir da persönlich ganz cool finden und auch persönlich in jüngster Vergangenheit gebackt haben, über das wollen wir heute mit euch mal ein bisschen quatschen. Du bist damals mit diesem Maker Bueno angekommen, hast so ein Gameboy quasi selber gebaut, und dadurch kamen wir auf dieses Thema Kickstarter nochmal richtig zu sprechen. Ja. Jetzt hast du hier den Theodore Smart Lock gebackt. Warum? Was ist das? Das ist ein, wie der Name schon sagt, ein smartes Türschloss. Und eins, das nicht nur in den USA funktioniert, sondern auch hier in Europa bzw. in Deutschland. Denn wir haben ja ein bisschen andere Türschlösser. Okay. Und ich kam da drauf, weil mir passiert es sehr oft, dass ich mich aussperre. Das ist tatsächlich okay. So. Ich sperre mich extrem häufig aus, und das ist mir schon ein bisschen peinlich teilweise. Aber anstatt daraus zu lernen, suchte ich nach einer Lösung, die mir das Leben einfacher macht, und fand dann auf Kickstarter dieses Ding hier, was so noch nicht zu bekommen ist. Also nicht auf irgendwelchen bisherigen Online-Handelsplattformen oder weiß der Geier, sondern es war bisher nur bei Kickstarter. Und was macht den jetzt so speziell zu den ganzen anderen Smart-Lösungen, die man schon so kennt von den normalen großen Firmen? Ja, es gibt ja keine normale, smarte Türschlosslösung. Okay. Also Nuki fällt mir jetzt spontan ein, gäbe. Der Unterschied ist aber, dass es hier alles in sich vereint, was die anderen immer nur zum Beispiel über Bridges und so einen Scheiß lösen. Man muss für gewisse Türschlösser, die es bisher gibt, Bridges kaufen, um das dann mit dem Netz zu verbinden. Und hier ist es so, dass es alles in dem Schloss drin ist. Da ist ein Bluetooth drin, WLAN, RFID und sowas. Und das heißt, je nachdem, was du für ein Telefon hast oder was du für Chipkarten mit dir führst, gehst du an die Tür, machst so, und das Ding geht auf. Finde ich nice, dass du nicht nur auf ein Gerät dich einschießen musst oder von einem Gerät abhängig bist. Und das kannst du dann auch mit egal welchem Smartphone öffnen, also ob per App oder per genau, da kommt es wieder drauf an. Also hat dein Telefon NFC? Geht. Hat's nicht? Pech. Dann bist du auf Bluetooth und App angewiesen. Okay. Ist dein Akku alle? Pech. Und dann kannst du aber wieder auf traditionelle Chipkarten zurückgreifen. Und was kostet das Ding? Das variiert stark. Ich glaube, also hier ist es jetzt mit $99 angegeben, aber wenn du ein bisschen was dabei haben willst mit Chipkarten und sowas, dann bist du gleich bei 130, 150 mit Versand und so weiter. Und da ist ein Akku drin, oder wie lädt sich das Ding auf? Da ist eine Batterie und ein Akku drin, und den musst du dich natürlich regelmäßig drum kümmern. Und wie lange hält der? Weißt du das? Das weiß der Geier. Das wäre spannend, wenn es so 2-3 Jahre hält, wäre es ja Wurst. Das wäre natürlich geil, aber wie so eine Taschenuhr. Mit WLAN und so. Ja, wahrscheinlich musst du die wirklich einmal im Monat austauschen. Also gehe ich mal von aus. Spannend. Ich habe mir das DJIN Wallet oder das Gin Wallet ausgesucht, weil das möglicherweise die Lösung für mich ist gegen das Problem, das ich schon seit ein paar Monaten, eigentlich sogar fast jetzt 2 Jahren habe. Und zwar habe ich ganz, ganz viele Karten, die ich überall irgendwo reinstecken muss. Und dann habe ich das Problem, dass mir Leute immer wieder Kleingeld geben. Ja, ja, ja. Was ein bisschen nervig ist, weil ich das nirgendwo richtig reinpacken kann. Ja, es ist dick, Sachen fallen raus. Irgendwann löst sich das auch so ein bisschen, die Karten werden lose, es rutscht alles runter. Das nervt. Und genau deswegen, bitte? Ja, Kleingeldnationen haben ja leider wir nur das Problem. Das ist ja sonst auf der Welt eher. Eigentlich könnte ich überall mit Karte zahlen, ne? Ja. Aber da wir Deutschland da so ein bisschen simpel sind. Spätestens beim Backup brauchst du auf einmal wieder Kleingeld. Genau. Oder bei der Parkuhr. Genau. Und die haben eine schöne Lösung gefunden. Und zwar machst du das Ding auf, und die ganzen Karten sind reingesteckt richtig, und du kannst sie beim Öffnen ganz entspannt rausziehen. Und es gibt ein Fach für Groß- und Kleingeld. Es gibt einen RFID-Blockchip, den du reinsetzen kannst, was ich sehr wichtig finde. Ich war mal bei einer Sicherheitsfirma, die hat mir so ein bisschen gezeigt, was man so entspannt machen kann, rauslesen kann. Und da ist so ein RFID-Block mittlerweile für mich irgendwie das recht notwendig. Mhm. Und das Ding fängt an bei 30 Euro, und ein normales Portemonnaie kostet schon 30 Euro. Okay. Für 10 Euro mehr kannst du noch so eine Lederumhüllung mit dazu nehmen. Okay. Und ich habe das einfach so einen Fünferpack geholt, um Leute beschenken zu können. Und das liegt dann bei 155 Euro insgesamt. Also wenn man irgendwie mal im Bürobereich Leute ausstatten will oder sagt, na, wir machen das jetzt mal einheitlich oder so, oder ich kenne Leute, die dieses Problem haben. DJIN Wallet, finde ich ganz geil. Wir erinnern uns zurück. Was haben wir früher in unserer Kindheit bzw. Jugend gemacht? Richtig, wir haben regelmäßig mit unseren Eltern im Fernsehen Bud Spencer und Terence Hill geschaut. Warum? Weil es für uns etwas war, das uns befriedigt hat. Einfach mal kurz eine auf die 12 geben und dabei 2 Leute zusehen, wie sie eklige Sachen in sich reinstopfen. Toll! Eklige Sachen? Die haben kam ganz Speck drauf und Boden. An. Ja, genau, je nachdem in welcher Kombination. Bier und Würstchen, da hallo? Da war dazwischen noch etwas dabei, wo man sich dachte, nein, nicht zwingend. Aber jetzt war es ja leider vor kurzem soweit, Bud Spencer ist nicht mehr. Ist okay, er war alt genug, er darf dann auch mal gehen. Aber dieses Ereignis, vorsichtig gesagt, hat sich dann ein kleines Team zum Anlass genommen zu sagen, wir machen letztendlich das allererste offizielle Spiel rund um das Thema Bud Spencer und Terence Hill.
Und seht das euch mal die, landete das, jetzt auf Kickstarter. Das ist auf Kickstarter gelandet, genau. Auch war erst relativ klein und hat jetzt so knapp 7000 Unterstützer gefunden. Mhm. Ich hätte ehrlich gesagt mehr erwartet. Ich glaube, dass viele einfach über dieses Thema nicht gesprochen haben. Mhm. Im Weltbereich, also im US-Bereich und sonstiges, weil die da nicht so groß waren. Ja, und im ja. europäischen Bereich durch diese Neusynchronisierung von den Filmen Absolut. Sind die so episch geworden und so nicht mehr aus Kabel 1 oder sonst wo rauszudenken. Ja. Dass das bei uns halt wirklich nur funktioniert hat. Ja, das stimmt. Ich glaube auch, das Spiel, das sieht super aus, hat geile Grafik. 16-Bit, auch der super Soundtrack Nintendo. Klingt großartig und wurde von den Originalen adaptiert. Das ist, glaube ich, sogar mit einer originalen Lizenz, wenn ich mich recht Auf jeden entsinne. Fall, ja. Deswegen brauchten die auch die Kohle, damit sie das machen durften und so weiter und so fort. Also da steckt ganz, ganz viel Liebe zum Detail drin. Ja. Und das kann man nur unterstützen, wenn man das damals gerne geguckt hat. Vielleicht liegt es natürlich auch ein bisschen daran, es ist ein Spiel zu Kickstarter, ist so, okay, was wird denn da kommen? Ich glaube, wenn das Spiel dann da ist und die Leute es gespielt haben, getestet haben, ich glaube, da wird es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Vielleicht ein bisschen wie Cuphead. Cuphead ist ja auch, im Vorfeld war das so, okay, was wird das jetzt? Mhm. Grafisch sah das alles toll aus und jetzt ist es ja da und die Leute, boom, explodieren. Mhm. Ich hoffe, dass es hier ähnlich sein wird, weil man sieht ja die ikonischen Szenen, die man aus den Filmen kennt, zum Beispiel die Chorsequenz im Hintergrund. Ja, genau. Das sind ja alles, das sind ja Vorlagen, wo man sich denkt, das kann ganz witzig werden. Ja. Es sei denn, die verkacken das wie die Macher von Telltale, die ja Zurück in die Zukunft ordentlich gegen die Wand gefahren haben als Spiel. Hoffen wir mal, dass es hier besser funktioniert. Und vielleicht gibt es das Spiel irgendwann später sogar bei Steam zu kaufen. Boah. Hier übrigens ab 15 Euro und dann mit Digital Copy und sonstigem später. Easy. Für das Geld geht das ganz gut. Ja. Ich habe in den letzten Monaten, ja fast sogar Jahren, das Problem gehabt, dass ich nie so einen richtigen guten Rucksack hatte. Ich hatte mal einen von Superdry, der war günstig, aber nicht sehr geil. Ich habe jetzt vor kurzem den OnePlus-Rucksack genutzt. Der ist ganz gut, der geht in eine nette Richtung, hat so ein paar Einschübe, aber geht noch nicht in das Funktionale, was ich wirklich benötige. Und jetzt habe ich bei Kickstarter den Nomadic Backpack und Travel Pack gesehen. Und ich glaube, das könnte der Rucksack für mich werden, weil er erstens gut aussieht, zweitens komplett wasserfest ist, diverse Einschübe und Schnellzugriffe hat, um mal eben den an einzelne Sachen ranzukommen, ohne den ganzen Rucksack aufmachen zu müssen. Du hast, ich habe den Travel Bag genommen, der hat sogar noch 10 Liter Erweiterung mit dran. Das heißt, ich mache den an den Seiten nur auf und habe den 10 Liter mehr für den Bereich für Schuhe oder so, wenn ich auf eine Geschäftsreise gehe und sonstiges. Hat so einen netten Schlüssel-Zipper, wenn man also, da macht man den Hausschlüssel ran und macht auf und zieht den sofort wieder zurück. Man hat den immer an der Tasche dran. Ganz viele kleine Taschen, die einfach super spannend für mich als 1, 2, 3 Tagesreiser ist. Hm. Kostet in der Early-Bird-Version $160, das heißt also Regelpreis 200 etwa? Wahrscheinlich 180, ja. Also ist natürlich für einen Rucksack schon eine Nummer, muss man dazu sagen. Ja. Aber es, ja, es, also was ich mir immer nur dabei denke, ob es denn auch funktioniert, wenn du halt was reinpackst. Weil manchmal packt man ja die Dinger, ich sag mal, mit einem Polymer, ne, wo du denkst, ah, ich nehme den nochmal mit und dann geht's los mit ja. Und dann entscheidet sich, ob das Produkt gut ist, wenn diese funktionalen Dinger noch funktionieren und nicht durch das Überpacken mit einem Pulli dann schon wieder alles zu eng wird und das nicht mehr passt und klappt und bums. Ja. Oder nicht richtig zugeht oder so. Genau, da muss man dann gespannt drauf sein. Oder Sachen nach außen gedrückt werden. Ja, ja, und man funktioniert diese Flaschendings an der Seite dann noch oder ist sie denn immer so abstehend und sowas? Genau, an der Seite gibt es noch so ein Flaschending mit, also das ist Sleek dran und wenn man da was reinmacht oder was rauszieht, dann ist da so ein kleiner Magnet dran. Das heißt, der klappt dann auch zusammen. Das ist alles ziemlich nett. Ja, die Idee ist auf jeden Fall nett. Klar. Also als ich auf der Suche nach einem Rucksack war, habe ich überall geguckt, was es so für Möglichkeiten gibt und ob ich eine Tasche nehme. Du hast ja auch oft Taschen mitbekommen. Ja, genau. Das hat mir alles nicht so wirklich gefallen. Und ich habe das gesehen und dachte, ah, da ist das drin, da ist das drin, da ist genau das, was ich gerade alles brauche. Alles besser als klassische Rucksäcke bzw. Taschen im Einzelhandel, weil die sind ja meistens nur, da klebt ein Logo drauf. Ja. Eastpack und weiß der Geier und das ist dann halt ein Sack mit dem Reißverschluss. Dann ist das halt mehr oder weniger gut hergestellt, da muss man auch mal so schauen. Ja, ja. Was ich hier noch ganz spannend finde, wo haben wir das? Na, ich finde, mein Highlight ist tatsächlich hier, dass es wasserdicht ist und das ist leider nicht so selbstverständlich. Wir schreiben zwar viele drauf, ne, aber im Endeffekt kommt das Wasser eigentlich immer durch die scheiß Reißverschlüsse. Und dann denkst du ich werde es testen und werde dir Bescheid sagen. Ja, aber da bin ich sehr gespannt drauf, ob es klappt. Übrigens, sollte im Dezember kommen, das ist mein Highlight, sollte im Dezember kommen und wird jetzt im Oktober schon verschickt. Weihnachten kann also kommen für dich. Ja. Machst du selbst ein Schleifchen drauf. Ich bin gespannt. Ich werde berichten. Viele beschweren sich immer noch, dass Apple vom guten alten MagSafe-Ladeanschluss fortgegangen ist und jetzt auf Laden per USB-C setzt. Macht es natürlich einfacher, der Anschluss bleibt, aber der Komfort ist hinüber. Jetzt gibt es aber Anbieter auf Kickstarter, die versuchen, das wieder zurückzuholen mit einer
Adapterlösung. Und zwar heißt das hier Anchor Cable. Man steckt in das zu ladende Gerät entweder Lightning oder USB-C rein, dann guckt da noch so ein kleines Stückchen hinten raus und das wird dann mit dem magnetischen Anschluss des Kabels verbunden und fertig wird geladen. Diese Funktion gibt es schon eine ganze Weile, gibt es auch sehr viel günstigere Kabel von. Ja. Was hier jetzt aber das Besondere ist, dass du diverse Adapter ransetzen kannst, dass du ein Output von, ich glaube, 2,4 Ampere hast. Da kommt auf jeden Fall eine ganze Menge raus. Da kommt sehr viel, also Fast Charging wird bei diversen Anbietern mit unterstützt. Ja. Und das Kabel ist quasi unzerstörbar. Und es ist aus Edelstahl. Das ist auch noch tatsächlich ein Augenmerk, was zu dieser Unzerstörbarkeit so ein bisschen führt. Ja. Und es ist tangle-free. Tangle-free, also es kann nicht verwuseln. Ja. Das heißt aber, es braucht auch einen gewissen Raum an Platz. Ja, das ist auf jeden Fall dick. Also es ist schon so einen halben Finger dick, das Kabel, gar keine Frage. Es ist natürlich, also ja, wie du schon sagst, es ist nichts Neues, aber hier ist es halt alles mal auf einem Haufen. Da kommt alles zusammen, es sieht auch nett aus. Wie beim Backpack, ne? So, du genau hast plötzlich alles, was du brauchst. Genau das. Und denkst dir auch, oh, ja gut, okay, es ist da, kann man machen. Wahrscheinlich wird es auch eher irgendwann davon weggehen, aber jetzt für den Übergang finde ich es interessant, weil du hast jetzt so viele Geräte mit allen unterschiedlichen Anschlüssen, da hast du dann alles beisammen, bup, 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 und hast trotz all den unterschiedlichen Anschlüssen immer noch den gleichen Anschluss zum Laden. Ja. Ist toll. Ich hoffe aber trotzdem, dass irgendwann alle Hersteller sich auf einen Anschluss besinnen werden. Ich glaube nicht. Ich hoffe es. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Was kostet das Kabel und wann kommt's? Ja, das ist die Frage. Also die haben jetzt schon einmal verschoben, die Lieferung, um ein paar Monate. Es soll jetzt Ende 2017 werden, weil es da Herstellungsprobleme mit diesem Nupsi da gibt. Ja. Es war aber, glaube ich, für ein Gesamtpaket, wo du alles drin hast, dann so bei knapp 20, 29 Euro. Das ist aber günstig. Ja, es geht, es geht. Ich finde das für so ein Kabel, ist natürlich immer Definitionssache. Manche finden sowas günstig, manche finden auch 80 Euro Kabel günstig. Ein Kollege wollte ein USB-Kabel in London holen und hat dafür 20 Dollar gezahlt. Super Idee. 20 Pfund gezahlt. Ja, es gibt Leute, die kaufen sich für 0,5 Meter HDMI-Kabel, zahlen die 180 Euro. Ja gut. Und das soll gut sein, wo du denkst, naja. Ja, reden wir. Ja, kann man machen. Ich freue mich schon drauf, wenn es kommt. Vielleicht kommt es dann erst, wenn alle schon sich auf einen Anschluss besonnen haben. Ich hoffe mal nicht, aber Freude ist auf jeden Fall da. Ja. Was haltet ihr denn generell von diesen Kickstarter-Geschichten? Wollt ihr, dass die mehr darüber machen? Da haben wir mal eine kleine Abstimmung hier oben gemacht. Einfach auf Ja, Nein oder Käsekuchen klicken. Käsekuchen wäre mein Highlight, aber dann bitte nur mit Streuseln oben drauf. Oder Rosinen. Nicht vergessen, postet auch in den Kommentaren eure Projekte, die ihr schon gebackt habt, sei es auf Kickstarter, Indiegogo oder weißt du geil, oder die ihr vielleicht sogar selber mal als Idee reinstellen wollen würdet. Das würde ich nicht machen, dann sieht das jemand und macht daraus ein richtiges Kickstarter-Ding. Hm. Keine Ideen reinschreiben. Doch, mach mal. Außer Patent. Ja, mach mal. Gute Idee, machen wir das daraus. Wir machen das groß. Wir machen das. Oder wir gehen zur Höhle der Löwen. Nein, das aber nicht. Ja. Alles, was ihr bei Höhle der Löwen gesehen habt, gibt es schon bei Kickstarter. Ja, stimmt, ja. Oder ist grandios gescheitert bei Kickstarter. Oder so. Ich hätte jetzt gern Bier und Würstchen. Bacon und Bohnen.